Bei einer Gefäßverengung muss diese von innen, vom Gefäßlumen aus, aufgeweitet werden. Dazu verwenden wir einen Ballon, den wir von außerhalb des Körpers über die Ader an die Engstelle führen. An der Spitze dieses dünnen Katheterschlauches befindet sich ein Ballon, der dann von außen gefüllt wird und der diese Stelle, die verengte Stelle, auseinanderdrückt und somit weitet.